Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einer weiteren Triple Threat Challenge. Diesmal in Sonderausgabe, nämlich mit den gebufften sowjetischen schweren Panzern KV-4, STI, ST-1, wie auch immer, und IS-4. Vorweg, ich bin ganz ehrlich, ich hasse diese Panzer abgrundtief. Keine Eigenschaft an diesen Tanks gefällt mir auch nur ansatzweise. Schlechte Guns, sprich ziemlich schlechte DPM, schlechtes Gun-Handling, einfach nur sehr unflexibel. Absolut lahmarschige Tanks. Sehr unflexibel. Ja, bist auf sehr viel, von sehr vielen Sachen abhängig. Sprich Maps, Teamplayer oder Mitspieler, ob sie dich unterstützen oder nicht. Bin ich überhaupt kein Fan von. Und letztendlich, es sind Panzer, die alle auf Panzerung beruhen. Ja, und was countert Panzerung am besten? Einmal Arti und zum anderen Premium-Munition. Ja, zwei Dinge, von denen wir mehr als genug haben heutzutage in der Meta. Aber gut, ich dachte, einfach nur, um diese Panzer zu ehren, da sie gebufft wurden, versuche ich es heute mal, versuche mich durchzubeißen und das Beste hier rauszuholen. Triple Threat Challenge heißt natürlich, dass der Schaden pro Runde nicht wirklich ausschlaggebend ist. Was zählt, ist der Schaden, der nach drei Runden unterm Strich dastehen muss, nämlich in diesem Falle 12.000 Schaden. Sprich, 3.000 Schaden auf dem KV-4, 4.000 Schaden auf dem STI und 5.000 Schaden auf der IS-4. Ob uns das gelingt oder nicht, bleibt erstmal dahingestellt. Ich hoffe auf gute Karten, auf mitdenkende Teammates und auf relativ wenig Arti. Deshalb Abfahrt, let's go mit KV-4, der absolut schrottigsten Schrottmühle auf Tier 8. Aber ich denke, in der richtigen Situation hat er definitiv seine Momente und so schlecht ist er dann eventuell gar nicht. Und oh boy, was ein Matchmaking. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Ich muss sagen, ist auch zugegebenermaßen das erste Mal, dass ich diesen Panzer nach dem Buff spiele und what? 6,6 Sekunden Reload? Okay, ich nehme das zurück, was ich über diesen Tank mit schlechter DPM gesagt habe. Das ist krass. Okay, das ist tatsächlich ziemlich gut für Stufe 8. Ja, und da noch ein sehr gutes Maß an Durchschlag dahinter. Okay, vielleicht ist die gar nicht so scheiße, wie ich das gedacht hatte. Alright, Siegfriedlinie, sehr gute Karte, um in die Stadt zu fahren. Und genau das werde ich jetzt auch versuchen. Nicht so offensiv, nicht allzu passiv, für alles bereit. Let's go. Ich bin auf dem Presseaccount unterwegs übrigens, ne, weil ich weder STI noch KV-4 auf meinem Main-Account habe. Wie gesagt, Panzer, die ich nicht leiden kann. Deshalb ohne Besatzung oder zumindest gar nicht in der Garage. Ja, weiß ich nicht. Aber zumindest nicht spielbar, nicht einsatzbereit auf meinem Main-Account. Ja, langsamer Klotz ist das hier. Holy moly. Gunnerling ist sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Na gut, ich habe auch Ration dabei, verbessertes Equipment, eine Besatzung, die maximal geskillt ist, also wirklich beste Voraussetzung hier. So, Seitenpanzerung ist die Stärke dieses Panzers. Ich schieße lieber auf den Schutz, war okay. Sehr schnelle Geschosse, so wie mir das scheint auf den ersten Blick. Schade, wollte den Löwen nicht treffen. Ah, das nervt ein bisschen, dass der 50 DP sich hier so frech vor mich gestellt hat. Ich will mit ihm eigentlich gar nichts zu tun haben. Einfach straight in den Turm, nice. Okay, Kanone macht einen sehr guten Eindruck, ne? Und ich schieße hier Standard-Muni, das darf man nicht vergessen. Ich lade mal Premium. Immer schön anwinkeln, immer schön die Seite zeigen. So, und ich würde fast schon mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir hier pushen könnten, ne? Schau mal, was hier so steht. Moin. 300 Durchschlag oder 289 ist natürlich nicht fair auf Tier 8, aber ey. Der Panzer hat es, deshalb, warum sollte ich es nicht nutzen? Getroffen. Okay. Löwe sitzt auch auf APCR gewechselt. War eigentlich fast schon zu erwarten. Ich ziehe mich mal ein Stückchen zurück, um gegebenenfalls von links anzugreifen. Darf nicht allzu weit vorfahren, dann hat der Löwe nämlich wieder Schussfeld auf mich.
Löwe hat's, okay. Jetzt ist unser VK-Freund hier wieder da. Leider nur die Kette gezogen. So, ich Side Scrape mal andersrum. So, hier. Zack. Schön die Seite zeigen. Versuchen den Gegnern somit einen Schuss zu entlocken. So, wie sieht's hier drüben aus? Ah, die Lücke hier. Aber hier hinter mir ist eine Lücke, ne? Da ist offen. Schau ich gleich mal rüber. Wunderhübsch. Schönes Gefecht bis jetzt. Gefällt mir. Nicht zu überhastet. Schön ruhig und sortiert. Genauso muss das. Sehr gut. VK ist raus. Gefährliche Gun aus dem Spiel. Jetzt können wir uns mal hier den Panzern da drüben widmen. Mal gucken, dass wir da drüben die Flanke nicht verlieren. Der Löwe schaut gerade nicht. Okay. Dispusht. Ich versuche ihm mal zu helfen. Ach, der Löwe hat sich verlegt nach hier drüben. Okay. Braucht definitiv das APCR nach dem Schuss erstmal nicht mal. Ich gebe dir Backup, Liz. Ich bin hinter dir. Okay, die Gun macht einen sehr guten Eindruck, Leute. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt hatte über die Kanone. So, ich tue so, als würde ich den T-44 hier erstmal nicht sehen. Versuche nicht da auf die rechte Ecke zu gucken. Hat tatsächlich funktioniert. Leute lassen sich sehr einfach reinlegen in dem Game. Okay, wunderbar. So, der Löwe, der ist ja ziemlich offen. Ich denke nicht, dass er da weit kommen wird mit seinem Move. Prototyp war noch nicht offen, lässt darauf schließen, dass er eventuell da hinten steht oder höchstwahrscheinlich da hinten steht. SDR ist noch nicht da. Okay, SDR versucht es hinten rum. Okay, kann rankommen. Oh, und jetzt wird da drüben hart gepusht und der Löwe lebt tatsächlich auch immer noch. Was ist denn da los? Steht doch so offen. Sollte da eigentlich nicht weit kommen. Aber gut, SDR hat ihn da gemacht, sehr schön. Und jetzt versuche ich mal hier die Lücke dicht zu machen. Diese Position hier zu halten, nicht, dass die Gegner hier gleich fahren. So, Kuckuck. Ja, T69 ist da, okay, Emi auch. Ne, Emi nicht, dann quer ich mal und versuche Progetto und Löwe von hinten anzugehen. Ah, Emi steht hier vorne. Okay, okay, okay. Hier mal vorbei. VK ist da. Schießt mir nur in die Kette, kein Problem. Jetzt sind wir den Löwen mal raus. Sehr gut, der hat ja für ganz schön Probleme gesorgt. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem Emil hinter mir. Aber gut, sehr schön. Team Support ist am Start. Sehr gut, Leute. Schön gemacht. Wirklich sehr schön. Und jetzt Zeitscrapen wieder hier gegen den VK-Typen. Okay, er ist nicht da. Na dann, gleich ran dort. T69 One-Shot, also nichts zu befürchten hier. Sieht wirklich sehr gut aus. Prototyp ist hier doch noch nicht offen gewesen. Ich track ihn erstmal. Jetzt kann ich ihn sogar eventuell mit dem nächsten Schuss hier auf Track halten. Okay, doch nicht. Er hat repariert. Wunderbar. Ja, das war nicht sehr smart. Ich glaube nicht, dass er sehr schnell reparieren kann. Nee, er hat sein Repair-Kit gezogen. Und ist jetzt hier ganz freiwillig, unfreiwillig zum Geernteten geworden. T69 bietet sich an. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn er keinen Heat schießt, dann muss ich ihn nicht bekämpfen. Aber er schießt Heat. Zeige ihm meine Seite, meine Space-Seite. Sehr gut, der VK, ja. Das hat sich einen Riesenfehler erlaubt, der Kollege. Oh, shit. Leider nicht nochmal getrackt. Achso, okay, T69 ist leer. Setze ich hier wieder den Sidescrape an. Immer schön übertreiben mit diesen Panzern. Die Seite in einem schönen extremen Winkel präsentieren. So, und jetzt gehe ich erstmal den T69, wenn er nicht schon rausgeht durch mein Teammate. Brett ab, kein Problem. Wir kreiseln ihn einfach. Hey, wieder abgeprallt. Okay, das war ein grüner Penmarker. Zumindest so wie das bei mir aussah. Okay, darf er noch einen machen. Hat er Glück gehabt, der Kollege, aber alles gut. Prototyp, da drüben steht er. Und durchziehen und zack. Schön. Alter, was eine Runde, du. 6000 geblockter Schaden. Holy moly, du. Das ist eine ganz schöne Menge. Für der 8 ist das wahnsinnig viel. Ja,
Also auf einem 10er wäre das schon krass, aber auf T8 ist das nochmal, ja, nice. 5000 Schaden, solide Performance und ich muss sagen, das war genau der richtige Kampf, ja, die richtige Situation für den KV4. Jetzt geht nicht alle da raus und spielt instant euren KV4. Ja, denkt daran, es gibt auch noch die offenen Karten und es gibt Radpanzer, es gibt Artis, es gibt generell viele leichte Panzer. Hatten Glück, dass das in der Map oder in diesem Match hier gerade alles nicht der Fall war. Und deshalb kam es wirklich zu so einer schönen Runde. Aber das ist natürlich nicht die Durchschnittsrunde, das ist die Ausnahmerunde. Aber genau solche Ausnahmerunde brauchen wir hier, um in der Triple Threat Challenge mit diesen Panzern bestehen zu können. Okay, KV4, danke für deinen Dienst, hast du gut gemacht. Jetzt darfst du bis an dein Lebensende hier in dieser Garage verrotten. ST1, STI, Alter, ich vergesse es immer. Nächster Panzer auf T9, auch hier wieder verbessertes Equipment. Ich nehme alles mit, was ich kann. Mein Munitionsloadout sollte ich nochmal anpassen, sehe ich gerade. Nehme ein bisschen mehr Heat mit. So sieht das gut aus. Und ab dafür. Boah. Das ist ja fast der Wahnsinn. Overload ist okay. Gar keine Arti im Spiel. Nur ein leichter Panzer. Wow. Also, krass. Nicht schlecht, Matchmaking. Und jetzt muss man gucken, dass wir hier wirklich gut was rausholen. Ich könnte jetzt an die Heavy-Ecke fahren, aber ganz ehrlich, ich bin nicht so wirklich der Fan von. Du kannst halt nicht großartig pushen. Wirklich viel kannst du da nicht machen drüben. Gerade bei so vielen TDs, die im Hintergrund stehen könnten. Deshalb fahre ich lieber darüber, versuche hier diese Hügelkette zu nutzen. Versuche den sehr starken Turm vom SDI zu nutzen. Ja, und mal schauen, was da drüben so geht, ne? So, ich hoffe, Beach Boys sind hier nicht allzu viele am Start. Ist immer noch Corona-Zeit, deshalb gilt der Beach eigentlich noch als geschlossen, aber das ist den meisten natürlich egal, so wie ich das sehe. Ah, das ist das, was ich mit diesem Panzer hasse, so arschlahm. Ja, man könnte jetzt einen Turbolader einbauen. Ich bin ES4 schon ein bisschen mit Turbolader auf dem Main-Account gefahren. Hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, um ehrlich zu sein. Einen Schuss versuchen können. Okay, wir sind relativ wenig Panzer hier drüben. Ja, ein Drittel des Teams gerade mal. Auf Hälfte der Karte hier drüben. Schauen wir mal. Type 61. Ja. Darf auch nicht vergessen, dass hier hinten TDs stehen könnten. Im Hintergrund ist absolut beliebter diese Position. So, und der EBR macht hier schon wieder Faxen. Da dreht er weg. Vorherlich von mir der Schuss. 52 Assist habe ich dafür bekommen. Krass. Nicht getroffen. Scheiß auf ihn, da. Jetzt schieße ich mit meinem Heavy auf so einen Kack-EBR. Ja, sehr gut, Leute. Schön gemacht. Scheiß auf den Typen. So, und jetzt sehe ich, dass da am Beach 257 und Doppel-Emil unterwegs sind und sogar noch mehr. Könnte ich gerade überlegen, fahre ich zurück, aber nee. Ich sehe, dass da drei Panzer oben in Position sind, um die zu ernten. Also, falls die Gegner pushen, werden die da absolut aufs Fressbrett bekommen. So, habe überhaupt keine Furcht, hier hochzupicken. Da mehr Alpha als die Leute und vor allem bessere Panzerung als die ganzen Leute da drüben. So, möchtest du mal schießen? Versuch meine Kuppel zu treffen. Sehr gut, wunderbar. Läuft super hier. Können versuchen zu traden, also einen von ihm einzustecken und ihm einen dafür zu geben. AT-54 von links hat doch Schussfeld, oder nicht? Ja, Type, du stehst hier so komisch da und guckst mich an. Was wird denn das? Okay. Ich hätte jetzt getradet mit ihm, aber das W30 im Hintergrund ging auf einmal auf, deshalb nehme ich doch da gerne den Schuss mit. Ich weiß nicht, was er macht hier mit seinem Type. Ein bisschen zu offensiv. Ah, was ein schlechter Schuss. Sorry, T-54. Er trifft mich in der Lower Plate, scheiße. Okay, den Kill habe ich auch nicht bekommen. Schlecht gemacht von mir. Super schlecht gemacht gerade. So, ich sehe den WZ natürlich da drüben. Und ich denke, tja, soll ich jetzt hier pushen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich nutze mal das Gebüsch hier oben, um den WZ einzudrücken. Ich werde sicherlich gleich hier mal einmal um die Ecke gucken.
Eieiei, was wird das, mein Freund? Drüben drehen, 4-3, wird mich gleich wieder beschießen. Okay, 7-3. Ich werde jetzt hier gnadenlos nach vorne marschieren. Egal, was passiert. WZ hat ihn gekillt, aber da sitzt natürlich noch Waffenträger dahinter, ne? D-55 günstig. Da ist der erste Waffenträger. Leider ist das Gunnerling so extrem schlecht, ne? Auf dem T-10, gleiche Kanone, macht einen wesentlich solideren Eindruck, die Gun da. Ich weiß nicht, was der Waffenträger da macht. Sterben ist, glaube ich, die Antwort, ne? Let's go. Ich muss hier zusehen, dass ich Schaden mache. Zwar stark vorgelegt mit dem KV-4, aber das reicht nicht aus. Die 54 macht weiter Druck über außen, sehr gut. So gefällt mir das. Mr. 430 ist wahrscheinlich schon weggefahren. Ja, hat sich zurückfallen lassen, der Kollege. So, den Waffenträger sehe ich nicht. Was heißt denn das? Dass er sich auch hat zurückfallen lassen? Da steht er immer noch neben dem Gebüsch, ich weiß es nicht. Gehen mal rausholen. Sehr schön. Ah, das Objekt ist noch da drüben. Wunderbar. So, aber ihn haben wir hier noch an der Backe. Sehr gut, er ist raus. So, und jetzt würde ich natürlich noch sehr gern 2-3 Schüsse an diesem 263 machen. Das ist essentiell, um hier diese Runde noch einigermaßen zu retten. Ich hoffe, das 263 ist einigermaßen smart und lässt sich jetzt nicht vom T-54 komplett outplayen. Sieht nicht danach aus. Die TDs hinter mir sind auch gut dran. Versteht mich nicht falsch, freue ich natürlich, dass unser Team das gewinnt, aber wir haben ja eine wirkliche Challenge vor uns, deshalb Damage, Schaden machen. Das Einzige, was zählt. So, ich werde jetzt dieses Arschloch sein, ne, was ihr manchmal seht, so im Random. Ich werde nämlich versuchen, seinen Schuss zu blocken, damit der hier für mich übrig bleibt, der Shot. Hat nicht funktioniert. Warum bist du smart? Okay, 3000 Schaden, nicht das gewünschte Ergebnis. Der andere ist auch tot, aber ich denke mal, weil die Runde hier so schnell war, definitiv in Ordnung. Ich habe das auch ein bisschen schlecht gespielt. Ja, mein Schuss auf den Type 61 verkackt, das war schlecht von mir. Dann den Kill nicht geholt an dem T-54 oder was das war da drüben. Und hätte ich ein bisschen offensiver spielen können, noch ein bisschen besser spielen können. Da wäre noch mehr drin gewesen. Ich denke jedoch, dass ich einmal den Waffenträger blind getroffen habe. Also wir sind bei ca. 3.500 Schaden, sprich nur 500 weniger als geplant. Deshalb tatsächlich, ja, sogar noch mehr, 3.800. Habe ich 2 Schüsse blind getroffen oder habe ich ihn angezündet oder so? Ich habe das 430 nochmal blind getroffen. Oh, ich verstehe. Okay, also nur ganz knapp am Ziel vorbeigeschlittert, wunderbar. Dann, IS-4, lass jetzt nicht allzu viel Druck auf dir lasten, aber nimm's nicht zu leicht, verkack's nicht. Jetzt hoffe ich auf eine schöne Stadtkarte, mal so richtig schönes Stadtgefecht. Nicht schlecht. Geht besser, geht aber auch deutlich schlechter. Schauen wir mal. Ihr seht, ich habe eine Menge Heat dabei bei der IS-4. Du bist halt so dieser Panzer, der im Nahkampf am besten funktioniert oder so auf mittlere Entfernung. Also du suchst dieses extreme Shootout, diesen aktiven Kampf suchst du. Und da spielst du natürlich gegen die Panzer, die auch diesen aktiven Kampf suchen. Das heißt gegen die schwerst gepanzerten Tanks in dem Spiel. Und ja, da machst du mit Standardmunition bekanntlich relativ wenig. Deshalb ordentlich Heat-Munition mit am Start hier. Ja, auf Charkov ist es für mich immer ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden, was ich denn nun mache. Ich habe gemerkt, über die Zeit, am besten ist es auf der Karte, sich erstmal nicht irgendwie zu committen, also sich nicht festzulegen auf eine Flanke, sondern erstmal so relativ zentral auszuharren und dann zu schauen, was das Team so macht, wie sich das Match so entwickelt und dann dementsprechend zu entscheiden und zu reagieren. Ist natürlich mit der IS-4 nicht ganz so einfach, ne, weil flexibel ist für den Panzer ein absolutes Fremdwort. Aber wir schauen mal, was hier geht. Ja. So, fahr erst gerne ins Fenster hier rüber. Die Leute ab, eben die da crossen im Süden. Aber ich würde fast vermuten, dass IS-4 zu langsam ist, um da den einen oder anderen zu spotten. Und gleichzeitig ist der Medium schon hier mit seinem TVP schon hier. 60 DP ist da drüben. Du bist gespottet. TVP, Vorsicht, mach keinen Scheiß. Verantwortungsvoller Umgang mit deinen Hitpoints. Okay, hier ist niemand. Ja, und jetzt könnte ich theoretisch schon reinpushen. 60 DP war drüben offen, aber da ich relativ wenig Backup habe, möchte ich das eigentlich hier an der Stelle noch nicht versuchen. Oh, will er pushen, oder wie?
Wollen wir durchgehen? Ich meine, das Platoon ist da drüben. Dann haben sie noch einen Chieftain als Heavy Tank und das war's eigentlich. Ey, na komm, why not? Lass es uns versuchen. Ja, es wäre halt gut, wenn er hinten bleibt. Ne? Also als Backup hier aus der dritten Reihe nochmal. Sehr schade. Und jetzt kommen wir hier zu dem ekligen Part, ne? Das Weiterpushen ist halt hier jetzt nicht wirklich möglich. Da Chieftain halt down da drüben und so. Er wird gleich ankommen hier und uns absolut auseinandernehmen. Ist halt das Blöde, du pushst in dieses Kreuzfeuer zwischen den TDs und den Heavies. Was ich überlegen könnte, ist tatsächlich den Leuten da ins Face zu fahren. Okay, das könnte sehr dumm sein, was ich hier gerade versuche. Ich rechne aber damit, dass der Chieftain auf dem Weg hierhin ist. Das ist das Objekt. Hat gerade geschossen. Ich nehme einen Schuss in Kauf. Ja, Chieftain hat sich umgedreht. Genau das habe ich auch befürchtet, oder? Oh, moin. Oh, hat im letzten Moment gemerkt, dass ich hier stehe. Okay, okay, okay. Jetzt, ja, möge der beste Gewinn von uns beiden hier. Ich schon mal nicht, weil ich kein Heatballer. Er ballert da eh, okay. Ich treffe seine Kanone, alright. Schießt mal HE in die Gun, also ganz verstehe ich seine Taktik noch nicht. Jetzt wäre es cool, wenn mir ein Medium oder so hilft von hinten. Ich werde erstmal versuchen, diesen E4 hier zu beschießen. Unserem E5 zu helfen, weil wenn der E4 tot ist, kann der E5 mir helfen. Und der mit HE wird mich hier nicht wirklich effektiv auseinandernehmen können. Schießt halt immer noch HE, der Kollege. Was soll das denn? So, aber erstmal den E4 da drüben killen, wäre mir eigentlich am wichtigsten. Weil der tut mir halt auch deutlich mehr weh als dieser 60 TP hier. Sehr gut, genauso hatte ich das vorgesehen. Und jetzt hat er, glaube ich, Heat geladen. Nee, mit AP pennt er mich. Okay, klasse IS-4-Panzerung. Du funktioniert ja wie sie sollte, nicht? Ich weiß nicht, Leute. Fragt nicht, bitte. Fragt nicht, was er gemacht hat. Oder was sein Ziel war. So, und jetzt ab rein hier. Russia? Nein, okay, nicht ganz. Pennt er mich eiskalt mit AP, mit seinem 60 TP? Sehr gut. Ati steht dahinter. Uff, aua, 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 aua. Okay, Ati ist auch raus. Boah, geht das schnell. Kein TD, der hätte mich längst beschossen drüben. Ist leider auch nicht der Shot. Ja, und so schnell fällt das dann auseinander, ne? Drei Heavies, sobald die tot sind. Wird hier einfach nur durchgepusht. 2,5k Damage ist natürlich auch alles andere als genug hier. Deshalb ab. Go, 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 go. Spotting Damage bringt man natürlich ja auch herzlich wenig jetzt in diesem Moment. Ah, wirklich drauf pushen da oben kann ich nicht. Ich werde erstmal ein, zwei Blind Shots machen. Da ist das Gebäude, der Busch, dem sie so gern stehen. Sehr gut. Als nächsten Schuss definitiv Heat laden, um den Stritzwagen zu durchschlagen. Obwohl, ich habe eigentlich großes Kaliber, um ihn auch overmatchen zu können. Er steht rechts von ihm, glaube ich. Ich habe 122mm Kaliber, das heißt, ich kann ihn overmatchen. Aber Heat ist natürlich nochmal zuverlässiger. Obwohl er halt auch das Heat-Gitter hat, der Stritzwagen. Da steht er durch, der Boy. So, aber das snipe ich drüber, because Russia. Okay, also mit drüber snipe meine ich jetzt über das Heat-Gitter, nicht komplett über den Panzer drüber. Aber gut, ja, es ist Doppelbusch für ihn noch ein Fremdwort, glaube ich, so wie das hier aussah. So, und der AMX wird schon von der Adi beschossen. Der Jochen ist am Start. Die Runde ist vorbei. Ja, AMX, hier, komm. Komm, 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 komm. Ein Schuss hier, das wäre super. Ah, Grille nimmt ihn. Und ist natürlich weit entfernt von den 5000, die ich holen wollte. Und ich glaube, somit sind wir ganz knapp an dieser Triple Threat Challenge hier gescheitert, ne? Weil ich so schlecht gegen den 60 TP geschossen habe. Und weil die Runde halt einfach nur instant vorbei war gerade. Oh boy, ich glaube, wir sind ganz, ganz knapp. Sind wir dran vorbei, ne? Oh no, das wäre richtig finster. Oh no. Ey, es war eine 3-Minuten-Runde, ne? Gegnerteam ging völlig unter. Da machst du mit so einem langsamen Panzer wie dem IS-4 mit so einer schlechten Gun relativ wenig. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Durchschnittsschaden von 3800.
92. No. Also mir fehlt insgesamt, was fehlt hier, um die 400 Damage. Sehe ich das richtig? Oh boy, das ist natürlich bitter. Aber gut, Leute, so kann es gehen. Ja. Kurzes Fazit nochmal zu den Tanks. Ich hasse sie. Ich hasse sie immer noch. Ich denke, der ES4 ist auch nach seinem Buff einer der schlechtesten 10er Heavys. Das meine ich ganz ehrlich, so wie ich sage. Du bist langsam. Die Panzerung, ich weiß nicht, wo der 60 DPM überhaupt durchgeschossen hat mit AP. Ich stand voll gewinkelt, I don't know. Er haut halt einfach durch. Panzerung funktioniert einigermaßen, aber halt auch nicht wirklich gut. Und auch nur so lange die Gegner keine Premium-Munition schießen. Sobald die anfangen mit Premium-Spam, ist deine große Stärke einfach nicht mehr vorhanden. Ja. Kanone ist absolut unterdurchschnittlich. Schlechtes Gunneling, schlechte DPM, guter Durchschlag, klar. Aber was bringt dir das, wenn du den Gegner gar nicht mehr siehst oder gar nicht triffst? Deshalb, meiner Meinung nach, eine der schlechteren Kanonen. Auf Tier 10, STI, weiß nicht, auf Tier 9, ist halt auch so eine lahme Krücke. Man muss wirklich dafür gemacht sein. Ne? Ich bin auch ein bisschen voreingenommen, sind halt einfach nicht meine Tanks. Aber ganz ehrlich, ES4 in 2020, Müll. Immer noch Müll. Ja, es liegt vielleicht nicht wirklich an dem Tank, es liegt auch an der sehr schnellen Meta. Aber ich denke, der ES4, was er wirklich braucht, ist einfach nur besseres Gunhandling. Ja, dann würde der Panzer schon wesentlich mehr Spaß machen. Ich meine, du bist ultra lahm. Warum sollst du denn bei jedem Schuss noch 5 Sekunden zielen? Das geht nicht ganz in meinen Kopf, ne? Aber ich hoffe, dass er gebufft wird. Wurde ja gerade erst gebufft, also wird wahrscheinlich für die nächsten 5 Jahre nicht mehr angefasst. Aber ja, die Meta muss sich ändern, damit der Panzer irgendwie wieder Spaß macht oder tauglich wird. Aber gut, ist er vielleicht auch nur meine Sicht, weil ich diese Panzer einfach nicht leiden kann. In dem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Eine Bewerbung nicht vergessen, schreibt gerne einen Kommentar und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.